Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal eine kleine Überraschung für euch und will auch über mein, YouTube sprechen, YouTube-Kanal, wie das Ganze jetzt weitergeht mit den ganzen Videos, was für Videos kommen werden und was ich alles so vorhabe. Und ich habe heute schon mal eine kleine Überraschung für euch. Ich werde das jetzt zusammen mit euch auspacken. Ich habe nämlich heute einen Brief bekommen von meinem Manager. Ich würde sagen, ich packe das jetzt mal aus. Wir öffnen das jetzt zusammen. Ich bin selber gespannt. Wie gesagt, ich habe es noch nicht ausgepackt. Deswegen machen wir das jetzt auch zusammen. Erstmal aufkriegen hier. Okay, okay. Das hier schon mal drin. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das Sticker-Album. Kiosk geschlossen, ausverkauft. Wir haben 24/7 im Internet für dich geöffnet. Und immer Sticker auf Lager. Oh, was kann das wohl heißen? Oh Gott, ich bin jetzt echt gespannt. Da ist nämlich noch was drin. Hier ist er. Mein Sticker. Mein eigener Sticker. Oh mein Gott, Leute. Das ist wirklich so krass. Ich freue mich einfach unnormal. Ich kann das gar nicht glauben. So mein eigener, also ich wusste das ja schon vorher, aber jetzt meinen eigenen Sticker in der Hand zu haben und zu wissen, dass ihr die bald sammeln könnt und ich dabei bin, das ist einfach unbeschreiblich. Und ich weiß nicht, ich danke euch dafür. Ohne euch hätte ich gar nicht sowas bekommen. Also ist einfach so, dann wäre ich jetzt gar nicht hier, wo ich wäre. Und ja, es ist schon krass. Es ist wirklich krass, wirklich. Ich freue mich. Ich kann es nämlich gar nicht glauben, ey. Echt, das ist wirklich was ganz Besonderes für mich. Und mir fehlen einfach die Worte. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil ich einfach so geflasht bin, weil ich hätte niemals gedacht, dass ich so weit komme. Niemals hätte ich das gedacht, dass ich jetzt bin, dass ich jemals halt zu dieser Situation komme, wo ich gerade bin. Und das war einfach so plötzlich und das ist so krass einfach. So, es ist was ganz Besonderes, so da zu sein, wo ich gerade bin, weil viele können das nicht verstehen oder wollen es nicht verstehen, weil sie selber gerne in dieser Situation sein wollen, weil das ist einfach ein wirklicher Mädchentraum. Es ist einfach ein Mädchentraum und es werden auf jeden Fall so viele Überraschungen auf euch zukommen und ich freue mich wirklich mega darüber, was noch kommen wird, weil ich weiß nicht, ich weiß ja schon, was kommen wird und ich habe einfach, keine Ahnung, ich bin einfach so gespannt auf eure Reaktion, die kommen wird, weil mir eure Reaktion wirklich wichtig ist und wirklich, es kann noch so viele Haters kommen, ich kann keine aus dieser Branche werfen und ich werde niemals damit aufhören, weil ich einfach so unglaublich Spaß daran habe, mit Leuten einfach mein Interesse zu teilen und Leuten, so denen das gefällt, einfach immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und auch helfen kann, weil ich möchte einfach damit zeigen, dass egal wer geärgert wird, seid trotzdem selbstbewusst. Es ist doch scheißegal, wie du tanzt, es ist egal, wie du aussiehst, ob du kleine, schmale Lippen hast, ob du eine große Nase hast, ob du eine breite Stirn hast, keine Ahnung. Es ist scheißegal. Es ist scheißegal. Es gibt immer Leute da draußen, die dich nicht mögen oder denen du nicht gefällst und die dich hassen. So, es wird immer solche Menschen geben, leider. Und man kann es den Menschen da draußen einfach nicht recht machen. Und das ist wirklich so gemein, weil ich weiß nicht, so viele machen das immer hinterm Rücken oder haben im Internet so eine große Klappe und Entschuldigung, und
wenn man dann vor denen steht, dann können die einfach keinen Mucks sagen. Oder es gibt Leute, die hassen mich, aber folgen mir trotzdem. Ich denke mir dann auch so, hä, das macht doch gar keinen Sinn. Wo ist dieser Zusammenhang? Wo ist dieser Sinn? So, aber das muss man nicht verstehen. Weil ganz ehrlich, daran merkst du, dass diese Menschen, also dass du interessant für diese Menschen bist und dass sie eigentlich nur neidisch drauf sind, wenn sie was gegen dich haben, aber dich trotzdem verfolgen. Das ist der Neid und das solltest du da draußen dir auf jeden Fall in deinem Kopf einprägen. Church, why destroy the battery? What the fuck? Es wird sich auch sehr viel ändern auf diesem Kanal. Es werden jetzt regelmäßig Let's Plays kommen und natürlich auch meine normalen Videos. Braucht ihr keine Angst haben. Ich werde trotzdem meine Beauty-Videos und alles machen. Ja, neue Beleuchtung wird kommen, neuer Hintergrund. Ich habe einen richtig geilen Hintergrund für euch und ich hoffe, ihr findet den auch so toll wie ich. Lasst euch auf jeden Fall überraschen. Es wird nicht mehr ganz so lange dauern. Ich habe den Hintergrund übrigens schon. Ich warte jetzt nur noch auf meine Beleuchtung und eine neue Kamera. Dann, ja, dann passt das auch alles und dann wird sich auch die Qualität verbessern und was nicht alles. Wie gesagt, ich bin noch recht am Anfang und ich werde mich auf jeden Fall verbessern. Wie gesagt, man entwickelt sich halt. Und ja, ich bin einfach voll happy und das habe ich euch zu verdanken. Und ich freue mich auch über diesen Sticker und oh, er ist einfach mein Schatz. Und ja, wie gesagt, ihr könnt die bald auch sammeln und die wird es bald auch überall geben zu sammeln, halt wie diese Fußballsticker. Und ja, vielleicht bin ich ja dann auch in eurem Album. Ich werde auf jeden Fall noch bekannt geben, wann es die gibt. Und ja, Informationen kriegt ihr dann von mir auf meiner Seite. Ja, das war's jetzt auch mit dem Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, es werden auf jeden Fall mehrere Überraschungen kommen demnächst. Und ich freue mich einfach. Es wird einfach so geil. Leute, es wird wirklich geil. Vertraut mir. Wenn ich sage, es wird geil, dann wird es geil. Und ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Wirklich richtig freuen. Und wir werden zusammen das Jahr rocken. Und ja, ich habe euch ganz doll lieb. Und danke für alles. Tschüss.